Silber schallert so richtig durch jetzt und warum und wie hoch es noch gehen könnte, das erfahrt ihr jetzt in meinem neuen Video. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, ganz herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Der Rohstoff-Superzyklus, den hatten wir Mitte der 2000er Jahre mit dem Aufstieg Chinas, den Rohstoffmarkt quasi leer gekauft haben und seither nicht mehr, obwohl er in den letzten Jahren quasi schon oft herbeigeredet worden ist. Jetzt aber sieht es nach einem ernsthaften neuen Anlauf aus. Edelmetalle und Rohstoffaktien sind stark wie lange nicht mehr, besonders bei Gold und Silber, aber auch bei Kupfer zum Beispiel und Öl geht es kräftig nach oben. Allerdings sind viele Titel bereits heiß gelaufen. Im Kupferbereich zum Beispiel Taseko Mines und auch Hudbay Minerals. Letztere Jahre laufende Empfehlung aus den Gewinneraktien seither von 6 auf über 8 Dollar gestiegen. Nachholpotenzial sehe ich aber noch bei Silber bzw. Silberaktien. Warum? Nun, Silber ist als Industriemetall auch konjunkturabhängig. Heißt, wenn die Konjunktur anspringt, dann steigt tendenziell auch die Nachfrage nach Silber zusätzlich. Und bis jetzt hat die stockende Konjunktur wohl noch etwas stärker Silber zurückgehalten, als das bei Gold der Fall war. Seit wenigen Tagen aber sind die Notierungen auch für Silber kaum mehr zu bremsen. Seht ihr hier, wir haben einen dynamischen Ausbruch über das 2-Jahres-Hoch vom Frühjahr 2021 gesehen. Was ich dabei so frappierend finde, ist, dass sich hinsichtlich der fundamentalen Einflussfaktoren auf den Silberpreis und auch auf den Goldpreis eigentlich gar nichts verändert hat. Wenn ich da Marktberichte lese, von wegen ING-Analysten glauben, dass die Notenbankpolitik der Schlüsselfaktor sei, der die Rallye treibt mit steigenden Hoffnungen für Leitzinssenkungen in den USA, also da geht es um Gold und Silber jetzt. What? Frage ich da. Gerade ist doch eher eine gegenteilige Tendenz. Da hat mein Kollege Sebastian Hell auch ganz hervorragend herausgearbeitet vor kurzem hier. Die Zahl der erwarteten Zinssenkungen ist in den USA von 7 über 3 auf jetzt noch 2 gefallen für 2024. Das heißt, die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen, die steigen nicht, sondern die fallen eher. Zumindest in den letzten Wochen. Das heißt, die Argumentation der ING-Analysten, die ist absolut nicht schlüssig. Also kurz zur Erklärung, vielleicht nochmal, man geht davon aus, dass fallende Zinsen ja gut für Edelmetalle sind, weil dann ein Nachteil von Gold und Silber, nämlich eben, dass sie keine Zinsen abwerfen, nicht so sehr ins Gewicht fällt. Aber historisch war das eben keineswegs immer so, dass sinkende Zinsen zu steigenden Edelmetallpreisen geführt hätten oder umgekehrt. Und übrigens, Sebastian kennt sich auch hervorragend mit Edelmetallen aus, hat 2005 bei unter 6 Euro zum ersten Mal Silber gekauft und hat einen Report zusammengestellt, den jeder gelesen haben sollte, der sich für Silber interessiert. Er heißt 12 Tipps für den erfolgreichen Silberkauf. Und das Beste ist, Sebastian hat mir diesen Report jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr bekommt ihn einfach so in eure Mailbox geliefert. Einfach unten auf den entsprechenden Link zum Aktienreport klicken, E-Mail da lassen und ihr bekommt den Report sofort kostenlos in eure Mailbox. Besser und einfacher geht es wirklich kaum mehr. Darin räumt er auch mit Mythen auf, wie zum Beispiel, dass große Krisen zu steigenden Edelmetallpreisen führen falsch. Teilweise sogar im Gegenteil, während der Corona-Pandemie und speziell des Corona-Crash an den Börsen ist nämlich zum Beispiel auch der Silberpreis massiv eingebrochen, wie ihr hier seht, in Gelb eingerahmt. Und ein weiterer Faktor, der immer genannt wird, sprich die Stärke des US-Dollars, die angeblich schlecht für Gold und Silber sei, auch das passt nicht, denn wir sehen hier im Chart, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar gefallen ist bis zum 2. April. Also der US-Dollar sehr stark war und trotzdem steigen Gold und Silber schon seit ein paar Wochen. Heißt, auch hier haben wir tendenziell eher einen Faktor, der den Anstieg der Edelmetallpreise hemmen sollte und trotzdem steigen Gold und Silber. Aber warum ist es dann so? Nun, aus meiner Sicht ganz einfach, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot. Irgendwer kauft. Man weiß, dass die Notenbanken tendenziell zukaufen und offenbar nimmt auch das Interesse von anderen Instis, also institutionellen Anlegern zu und auch der Privatanleger zu. Nur anekdotisch, aber vielleicht die Meldung passt ganz gut dazu. Ich hatte ja zuletzt ein Video über Costco gemacht und eben diese Costco verkaufen jetzt über das Internet ganz neu auch Gold und Silber und das offenbar sehr erfolgreich. Offenbar ist das Kontingent vor allem in kleineren Barren da immer schneller ausverkauft. Man kann viel darüber spekulieren, was genau nun diese Angebots-Nachfrage-Balance aus dem Gleichgewicht gebracht hat und jetzt zu diesem starken Anstieg führt. Fakt ist, es war schon immer so, dass die Preisentwicklung bei Edelmetallen stark Momentum getrieben war. Wenn wir uns den Silber-Allzeit-Chart anschauen, dann seht ihr diese zwei extremen Spitzen. Die eine 1980, das waren die Gebrüder Hunt, die legendären, die damals versucht haben, den Silbermarkt zu cornern, also quasi alles Silbermarkt aufzukaufen und so für diese temporäre Preisexplosion damals gesorgt haben. Und 2011,
Beim Allzeithoch gab es auch nicht den einen Grund für den explosiven Anstieg. Da war auch viel Blabla dabei. Ich habe das nochmal nachgelesen. Jetzt heute Geopolitik, expansive Geldpolitik, das Übliche halt ist da genannt worden. Aber das konnte diese Kursexplosion damals nicht im geringsten erklären. Vielmehr haben wir eine Art Kaufpanik bei privaten Anlegern gesehen. Und dadurch, dass bei Silver 2006 auch der SLV-ETF eingeführt worden war, konnte und kann jeder jetzt ganz simpel in Silber investieren. Und steigende Preise haben noch mehr Interesse nach sich gezogen, was dann wiederum zu noch weiter und noch schneller steigenden Preisen geführt hat. Also ähnlich wie das momentan vielleicht beim Bitcoin auch der Fall ist, die HOS die HOS, und das ist das ganze Geheimnis. Und da wir speziell bei Silber jetzt schon lange keine richtige HOS mehr gesehen haben, könnte es gut sein, dass wir in den kommenden Monaten eine ähnliche Kaufpanik erleben, wie das damals eben 2011 der Fall war. Das heißt natürlich nicht, dass es tatsächlich so kommen muss, aber meine Message in diesem Video für euch ist ganz einfach. Es kann jederzeit sowas passieren. Man sollte bitte nicht mit irgendwelchen Fundamentaldaten argumentieren, wenn man vom Gegenteil überzeugt ist. Denn die spielen keine Rolle, beziehungsweise wenn, dann nur ganz kurzfristig. Apropos, kurzfristig, ich nehme dieses Video jetzt gerade um circa 12.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Mittwoch, den 10. April 2024 auf. Es wird um 17 Uhr online gehen, aber um 14.30 Uhr heute werden in den USA neue Inflationsdaten erwartet. Und wenn die hotter ausfallen sollten als erwartet, sprich eine höhere Inflation oder eine höhere Kerninflation als erwartet gemeldet wird, dann könnte das kurzfristig zu einem kleinen Einbruch bei Gold und Silber führen, weil dann der Spielraum für Zinssenkungen für die Fed kleiner werden könnte. Aber wie gesagt, und das ist meine Theorie von vorher, ich glaube, dass das nur ein kurzfristiger Einbruch sein wird. Wir haben übergelagert dieses erhöhte Interesse an Gold und Silber und ich denke nicht, dass ein einzelner Verbraucherpreisindex daran wirklich nachhaltig was ändern kann, egal wie dieser ausfallen sollte. Okay, aber bis wohin könnte der Silberpreis dann steigen? Nun, klar, wir haben im 5-Jahres-Chart noch diesen Widerstand bei ziemlich exakt 30 Dollar, wo Silber 2020 und 2021 jeweils abgeprallt ist. Das könnte den Preis ganz kurzfristig noch zurückhalten, aber darüber gibt es im Prinzip kein Halten mehr bis zu diesen Allzeithochs bei 50 Dollar aus dem Jahr 2011. Und daher rührt eben auch der Titel dieses Videos, diese 78%-Chance ergibt sich einfach aus der Differenz zwischen dem aktuellen Preis bei rund 28 Dollar je Unze und dem Allzeithoch bei 50. Das wäre ziemlich exakt ein Anstieg von 78%. Ich weiß, das ist simpel hergeleitet. Ich mag das bei Aktien normal auch nicht, wenn einfach mit exorbitanten Kurszielen hantiert wird, obwohl es keine fundamentalen Gründe dafür gibt. Aber nochmal, bei Silber und vor allem auch bei Gold ist auf sich von 1-2 Jahren extrem viel Momentum getrieben. Das war historisch so und das ist auch jetzt wieder so. Zudem gibt es auch gerne ja, Sektorrotationen bei alternativen Anlageklassen. Warum sollte also jetzt nach der Krypto-Rallye nicht die große Edelmetall-Rallye kommen? Zumal wir ja bei Silber jetzt ja, bereits seit knapp 14 Jahren auf so eine Mega-Rallye warten. Und zwar im Prinzip auch schon die ganze Botschaft von mir an euch. Es ist nicht kompliziert. Wenn ihr mehr zu Silber wissen wollt, denkt an den Spezialreport von Sebastian. Link findet ihr wie gesagt unten. Und wenn ihr euch für Silber Einzelaktien interessiert, meine Gewinneraktienleser sind informiert über die momentan explosivste Silber Einzelaktie, die in Kürze auf ein neues Hoch ausbrechen könnte. In dem Sinne, viel Erfolg, ihr Edelmetall-Bugs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bin Armin Prag und wir sehen uns, wenn ihr mögt, wieder an dieser Stelle am kommenden Sonntag. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.